Oh, guten Tag. Wir kennen uns doch. Wir wollten neulich zusammen in die Kunstausstellung gehen, als Sie leider weg mussten. Schade, dass Sie nicht mit konnten. Die Ausstellung ist großartig. Die Bilder sind so voller Träume und Hoffnung. Ich war ganz gerührt. Und dann ist noch etwas ganz Wunderbares passiert. Mich hat dort jemand vom Künstlerprojekt Paloma angesprochen. Haben Sie davon gehört? Das ist eine Initiative von Künstlern für die ganze Welt. Paloma ist Spanisch und heißt Taube, wissen Sie? Frei und ungezwungen, in der Sonne der Fantasie tänzelnd und strahlend weiß wie das Licht selbst. So soll Paloma werden. Eine Insel für diesen Ort hat die Gruppe bereits gefunden. Eine der wunderschönen Kanaren. Immer sonnig, immer warm. An nichts wird es dort fehlen. Und das alles soll von Künstlerhänden entworfen und geschaffen werden. Der Zauber eines solchen Ortes, der wird nicht nur die Sinne, sondern auch das Denken selbst beflügeln. Das wird ein Kraftzentrum der Zukunft, von dem aus die kreative Energie fließt, um unseren Planeten zu retten. Denn wer kann uns heute noch retten, wenn nicht die Künstler? Alles ist doch heute so komplex geworden. Wenn wir hier vor 10 Jahren eine Spraydose gedrückt haben, wird dadurch jetzt das Ozonloch über Australien ein kleines Stückchen größer. Uns kann heute nur noch das ganzheitliche Sehen der Künstler helfen, sonst strandet dieses Raumschiff doch noch. Aber ich muss jetzt weg, denn ich soll mir die Broschüren abholen. Ich bin jetzt Botschafterin der Fantasie, so heißen die Menschen, die die Idee von Paloma weitertragen. Wenn wir uns wiedersehen, würde ich Ihnen das gern alles einmal genauer zeigen. Viel Glück!